Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play die Sims 4 allein unter Kindern. Und ich habe jetzt gerade mal den guten R bei in Richtung Oasis Springs geschickt, damit er da ein bisschen Zeug einsammeln kann, denn die Familie braucht Geld. Aber wir nutzen natürlich auch die Gelegenheit und machen ein paar neue Bekanntschaften, unter anderem mit diesem Pflanzensim. Das ist der Herr, mit dem ich die Pflanzensim-Challenge gemacht habe. Und ich finde die immer noch sehr cool. Das ist einfach zu witzig. Mal abgesehen davon, dass es einfach ein cooles Teil ist. Ich mochte die schon bei Sims 3 sehr, sehr gerne. Das sind so mit meine Lieblings-Sims. Und dass es die jetzt endlich auch gibt, das, naja, das hat mich schon sehr gefreut. Schade, dass es keine wirklich dauerhafte Verwandlung ist, denn nach 4 oder 5 Tagen ist das Ganze vorbei. Aber hey, man kann nicht alles haben. Ich mache ihm jetzt mal ein Kompliment. Und so, dann erzählen wir doch mal einen Witz. Komm her. Hallo. Oh, what? Okay. Der geht schwimmen. Was eine Sauerei. Weißt du was? Ich gehe auch mal kurz schwimmen. Warum nicht? Na, er hat ja schon so seinen Pool. Ach, wie geil. Papa darf auch mal eine Runde schwimmen gehen. Warum nicht? Und das macht ja auch was her. Ist ein sehr schickes, kleines Poolteil. Und er kann auch immer ein bisschen sich bewegen. Das hat er jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich meine, niemand hat was gegen muskulöse Kerle, die da irgendwo, ne, ansehen. Ich kann zumindest den Baum angucken. Aber wir sind ja eigentlich wegen Dingen hier, die wir sammeln möchten. Deswegen schaue ich mich jetzt erstmal um. Salbei könnte ich ernten. Kann ich hier noch irgendwas anderes mitnehmen? Nein. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter rüber gehen. Ja, ich habe diese Pflanzen zum Challenge hier mit fast jedem Haushalt gemacht. Weil ich einfach genügend von den Bäumen haben wollte, dass die nicht verloren gehen. Ernten. Chrysanthemen sind immer gut. Das hier graben wir mal nach dem Schatz. Und was gibt's hier? Ernten. Unten können wir auch ernten. Upsa. Auch ernten. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Oh, hier ist auch noch eine Menge Zeug. Super. Wie viele Schatzkarten habe ich eigentlich? 2, okay, dann grabe ich hier auch noch einen Schatz. Und dann wird gegraben. In Oasis Springs gibt es davon wenigstens eine echt große Menge an Zeug. So, er macht jetzt mal ein bisschen schneller hier. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber die Familie braucht Kohle. Und bis die gute Katrina arbeiten geht, dauert das ja jetzt ein bisschen. So, hier haben wir jetzt alles geholt. Dann laufen wir mal hier hin. Und hier. Was ist das? Oh, hier kann ich auch ernten. Cool. Der wird noch ein richtiger Gartencrack, der gute Erbei. Nochmal Salbei. Ist auch nicht verkehrt. Was haben wir hier? Erdbeeren. Cool. Nom nom nom. Ich könnte ja mal überlegen, ob ich nicht, nicht alles verkaufe, sondern so ein bisschen was dann im Garten ziehe. Aber er hat eine Kapsel ausgegraben. Oh, schon wieder. Ist ja ätzend. So, erstmal aufmachen. Die Dinger finde ich immer ganz furchtbar, weil dann immer diese komischen Figuren drin sind. Und die meisten sind halt echt nichts wert. Da sind Mineralien sinnvoller. So, mach mal auf. Okay, gut. Gucken wir mal hier. Das sind Gebäude. Graben. Graben. Ernten. Okay. Oh, Chrysanthemen sind super. Die bringen noch am meisten Geld. Und hier könnte er noch einen Frosch suchen. Was haben wir denn hier Schönes? 15 Simoleons, oje. 25, das ist ja schon mal besser.
Sag mal hier, 20. Besser als nix. Was bist du? 20, okay. Schwermetall, okay. Na, so langsam wird's. Gänseblümchen, okay, das wird auch verkauft. Aha, was ist das hier? Ach, das sind diese Ohrhörer, genau. Ja, Papa sammelt in der Nachbarschaft irgendwelchen Kram ein. Oh, das ist auch schön. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Oh, schon wieder so eine beknackte Schatzkarte. Oh Mann. Auf die kann ich wirklich verzichten. So, Katrina. Wie viel hast du jetzt noch gelernt? Hast du es geschafft? Geige, Level 2. Sie hat natürlich aufgehört, nachdem wir weg waren. Ist zum Mäusemelken. Okay. Und hier musst du dann noch einen Schatz graben, damit ich die dumme Karte loswerde. Na, dann mach das mal hier. So, haben wir hier noch irgendwas, wo ich Zeug holen könnte? Ich fürchte nicht. Das sieht aus, als hätte ich hier alles abgegrast. Ah, guck mal, hier kann ich auch noch ernten. Und hier? Sehr gut. Mühsam ernährt sich das Erbeihörnchen. Oh, hier ist auch noch Zeug zum Graben. Sehr gut. Und hier sind natürlich noch eine Menge Pflanzen. Ist auch schön. Mal schauen, was ich hier finde. Tomaten. Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Ernten. Wir ernten hier einfach alles, was wir finden und verkaufen den Kram. So, also am Schluss wird er sicher total gut in der Gartenarbeit sein, wenn das so weitergeht. Ja, sorry Leute, ich weiß, das ist jetzt langweilig, aber wir brauchen echt Geld. Und er läuft in seiner Badehose hier rum. Juhu. Noch mehr Chrysanthemen, das nehmen wir auch mit. Tatsächlich, Level 2 der Gartenfähigkeit. Ich krieg die Krise. So, Erbei, du gehst jetzt nach Hause. Denn wir haben ja alles eingesammelt, was wir einsammeln konnten. Aber diese Nachbarschaft ist halt auch echt ergiebig für solche Dinge. Zornium, yes, 140 Simoleons, das ist gut. Dann kommen wir hier schon recht gut voran. Sind jetzt auch gleich wieder zu Hause. So ist das halt, wenn man keinen Job hat, dann muss man in den Gärten anderer ein bisschen räubern gehen. Aber liebe Leute, macht das nicht zu Hause nach. Ich glaube, eure Nachbarn freuen sich dann nicht. Ich fände es zumindest sehr befremdlich, wenn dann irgendwann mal ein Typ in Badehose auf meinem Grundstück sitzt und da anfängt, irgendwie im Boden rumzuscharren. Das muss ich nicht haben. Oh, er beschäftigt sich hier mit der emotionalen Kontrolle. Das ist natürlich auch sehr schön. So, ich verkaufe jetzt nochmal den Rest hier. Das wird Fossil extrahieren. Und ansonsten verkaufen wir halt eine Menge Gänseblümchen. Hm. 70, das ist gut. Das reicht auf jeden Fall, um uns hier unsere Post zu bezahlen. Klasse. Sag mal, Tosun, müsstest du nicht langsam mal deine Hausaufgaben machen? Ich meine, ich will ja nicht stören, aber ne? Hausaufgaben mit links erledigen, das ist schön. Er ist inzwischen ein so guter Schüler, dass er das locker macht. Zweier Grundschüler. Klasse. So, und Aleph, was machst du gerade? Oh, die macht schon von selbst.
Ja, wie geil ist denn das? Das ist ja mal richtig super hier. Hausaufgaben machen. Ja, genial. Und Papa steht in der Badehose da rum und macht einfach. Ist okay. Der schafft das schon. Ach, herrje, wie geil. Und sie ist bei Verantwortung schon fast im grünen Bereich. Ja, Papa, wenn du pinkeln gehen musst, dann geh pinkeln. Was? Wieso kotzt du? Übelkeit? Oh. Okay. Boah, Igitt, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja nicht schön. Dann putzt du mal hier ein bisschen. Ei, Igitt. Voll Deibel. Ich glaube, dann stecke ich ihn gleich mal ins Bett oder so. Vielleicht hilft's ja. Ist ja schlimm. Okay. Kotzt dir hier erstmal die Hucke voll. So, Aleph, du könntest auch noch irgendwas tun, wenn du schon konzentriert bist. Zusatzaufgaben. Klar. Warum nicht? Du bist eh schon gut. Dann kannst du auch noch ein bisschen besser werden. So, Torsun, möchtest du auch so ein kleiner Streber sein? Hausaufgaben-Champion, weil Hausaufgaben beendet hat. Yes. Du könntest auch noch Zusatzaufgaben machen. Wir möchten ja in der Schule besser werden und so. So, mal gucken, was mit dem guten Erbe ist. Oh, wir haben ja hier noch zwei Kapseln, die wir öffnen müssen. Und was haben wir hier noch drin? Auch nochmal 20 Simoleons und hier kriegen wir 25 für. Ist okay. Könnte schlimmer sein. Dann haben wir hier eine Menge Teile. Oh, der Frosch ist 25 wert. Super. Und du legst dich jetzt hin. Ich glaube, das Rumrennen hat ihm jetzt nicht gut getan. Er hätte vielleicht nicht den halben Tag in der Badehose in Oasis Springs rumrennen müssen. Ach je, das ist doch mal echt heftig. Was lernt sie denn hier eigentlich gerade? Oh, mental geht hoch. Das ist cool. Na, dann machen wir hier mal ein bisschen schneller. Na, na, na. Oh, die sind richtig gut, die beiden. Aleph ist auf dem besten Weg, eine echte Gelehrte zu werden. Okay. Alles durch die Hausaufgaben. Da sind wir ja mal begeistert. Zusatzprüfung abgeschlossen. Mehr Verantwortung. Oh, die Verantwortung von Aleph reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Cool. Und Tosun ist auch fertig. Das ist doch mal richtig cool. Okay. Du müsstest jetzt noch kurz aufs Klo. Und dann könntest du kurz auf. Nee, das macht dann der gute Tosun. Und darfst dann schlafen. Und Tosun darf jetzt noch ein bisschen was wursteln. Gefühlvoll spielen. Oh Gott, wie süß. Ja, er braucht ja dringend ein bisschen mehr emotionale Kontrolle. Er braucht das wirklich dringend. Katrina hat heute 270 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Das freut uns natürlich. Und sie ist ziemlich müde, das heißt, sie darf auch gleich ins Bett. Da geht's auch richtig ab hier. Oh, er wird kreativer dadurch. Das ist auch schön. Cool. Das freut mich natürlich, dass das für ihn jetzt hier auch aufwärts geht. Und bald kriegt er hoffentlich dann auch dieses Merkmal. Und ich hoffe mal, dass ich ihn echt in mehr emotionale Kontrolle reinkriege. So, er ist müde. Ich denke mal, dann gehen wir auch schlafen jetzt. Kommen ja noch ein paar Tage. Und hey Kids, ihr seid so super. Ist echt Wahnsinn. Na, du darfst die Katze ruhig haben. Irgendwie landet die hier immer. Keine Ahnung. So, schauen wir doch mal. Huch, wer will denn da was von Erbei?
Jetzt? Warte mal, wie spät ist es denn? Ach, komm halt vorbei. Ja, mein Gott. Er ist ja sowieso wieder fast fit, dann kann er auch mit seinem Kumpel ein bisschen abhängen. Aber du gehst erstmal aufs Klo, Junge. Und dann darfst du ihm freundlich Hallo sagen. Wenigstens geht das jetzt schnell. Er muss sich ja nur kurz hinsetzen. Hallo, Caleb. Also irgendwann habe ich das Gefühl, dass der gute Caleb hier auch noch Interessen entwickelt. Vielleicht möchte er den guten Erbe jetzt zu einem Vampir machen oder so. Ich hoffe mal nicht. Auch wenn es sehr lustig wäre. So. Mit der Ah, Familie ehrenamtlich so. tätig werden, okay? Buna, Wibbis. Ihr redet auch durch die geschlossene Tür, das ist echt so beknackt. Ah, Oh Mann, oh Mann. Yipsi. Longus, you boring Okay, Musik ist offensichtlich nicht so sein Ding. Ah, Nach slip Vampirgeschichte going. fragen, mach doch Naja. mal. Wow. Smintina? Renoble. Petroba. Chabby Goby, Roshitamboy. Okay, er hat keine Ahnung Nova, von Vampirgeschichten. Serpiva. Lass uns doch mal über Crooked Vampire Quinova, reden. Yips, Hana Kletz, Scumudge, Oh, Athena, Canoof, Zarb's Canoe, Merv's Defusia, Zomas, Boyo Shoot, Kajun, Huh? Baldra Amaga Jagorg, Yips, Yips, Ah, Fenaya. Sambo Yelps? Wie wär's mit zusammen tanzen? Nee, das geht irgendwie nicht. Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal hier hinlaufen. Dann kommt er hoffentlich mit. Na komm, Caleb, lass uns mal eine Runde reden. Wo bist du denn? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Ist er schon wieder gegangen? Okay, diese Vampire sind echt irritierend. Ah, dann kannst du auch noch ein bisschen tanzen, Junge. Ist ja jetzt nicht so. Oh, da ist er doch wieder. Und er bringt den Müll raus. Das wird echt jetzt voll zum Running Gag im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, wie hart. Und er wäscht sich auch erstmal ausgiebig die Hände, nachdem er den Müll rausgebracht hat. Ist das hart. Okay, Caleb, wie hier ferngucken? Gibt's bei dir zu Hause keinen Fernseher, Junge? Prima. Na? Ach, komm jetzt. Irgendwie mag das heute nicht. Oh ja. Wie wär's? Ich bring dir Tanzen bei. Na komm, wir hotten hier mal so richtig ab. Ah, Babsen. Hier wird mal so richtig gerockt. Ist nur schade, dass ich hier keine gescheite Großaufnahme kriege, ohne dass irgendwie eine Wand in der Nähe ist. Also keinen schönen Hintergrund. Oh, die zwei Helden hier sind voll am Abtanzen. Super. Ich find's gut. Ja, aber hey, was echte Freunde sind, ne? Die tanzen dann hier auch mal ordentlich. Ah, sehr geil. Super. Und sie kriegen das halt auch wirklich fast im Gleichtakt Jibs. mit. Sehr, sehr geil. Ah, klasse. Ja, aber wir können uns natürlich auch noch ein bisschen unterhalten, ne? Hüftstoß, genau. Wir sind hier gerade sehr, wir sind gerade sehr energetisch. Komm, machen wir noch einen Hüftstoß. Das wünscht er sich vor allem. Na komm, einmal Hüftstoß. Ne? Echte Kerle machen Hüftstoß. Jawohl. Der sieht echt aus wie der klassische Emo-Vampir. Ich weiß ja auch nicht. Was kann ich denn noch machen? Bitten einzuziehen?
Zarb's Canoe, Murph's Defusia. Falpin Zitorium. Ihr werdet mich jetzt hassen, aber ich mach das. Das wird bestimmt lustig. Ein Vampir zu Hause. Wie wär's, ne? Komm, Kumpel. Ne? Oh Gott, er macht das tatsächlich, du lieber Himmel. Ach du Scheiße. Warum nicht? Jetzt haben wir dann halt auch noch Vampir zu Hause. Er bringt nur leider kein Geld mit. Ist das seine Frau? Ich fürchte es fast. Ich glaube, die Frau freut sich jetzt nicht, wenn er da einzieht. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, was passiert. Ja, ich weiß, ich mache immer so einen Scheiß. Aber wenn es geht, dann mache ich es auch. Sonst ist es nicht lustig. Huch. Hat er sich das jetzt irgendwie gewünscht? Echt jetzt? Und wir haben echt kein Geld. Oh Gott. Scheiße. Okay, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier für einen Vampir erwischt? Ein Meistervampir auf dem Weg zum Großmeister der Vampir. Oh Gott. Was hat er denn für Kräfte? Wow. Okay, der kann schon einiges hier. Also, Vampirerschaffung. Er kann Vampire machen. Er kann befehligen. Okay, er kann Leute verführen. Er hat Schuldgefühle beim Trinken ohne Erlaubnis. Ach, wie süß. Ultimativ sonnenresistent, total immun. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Und übernatürliches Tempo, okay. Unruhiger Schlaf. Ui, okay. Der arme Kerl. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe kein Geld. Und wir brauchen für ihn auch irgendwie noch einen Sarg oder so, fürchte ich. Er hat natürlich keinen mitgebracht. Ach du Scheiße. Ja gut, ne? Das, lala. Er ist ein guter Vampir. Okay, am Computer möchte er Informationen über Vampire suchen und Level 3 der Vampir-Saga-Fähigkeit erlernen. Ach, shit. Okay. Glücklicherweise haben wir ja ein erstes Stockwerk. Ich weiß nur noch nicht so recht, wie ich das machen soll mit den Räumlichkeiten. Mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier Türen wegnehmen. Oh, das bringt richtig Geld. Das ist schön. Okay, dann gucken wir doch mal, ob ich hier einen Sarg für ihn noch finde. Komfort. Ach, fuck, ich will doch nicht den dummen Baum hier. Mann. Irgendwie klicke ich heute einen Scheiß zusammen. So, haben wir hier irgendwie Särge? Wo sind Särge? Ah, guck mal hier. Altersschwacher Holzsarg. Steinbett gut eingesagt. Es tut mir leid, Junge, aber wir haben gerade echt keinen besseren Sarg für dich. Es tut mir so leid. Er sieht so scheiße aus, aber es geht gerade nicht anders. Wir müssen dir diesen Sarg beschaffen. Okay, und ich brauche natürlich noch eine Treppe. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen umbauen, fürchte ich. Sonst wird das nämlich mit der Treppe absolut gar nichts. Okay, gucken wir mal, wie wir das jetzt hier gestalten. Oh Gott. Himmel hilf, warum tue ich immer solche Dinge? Ja, das ist einfach eine sehr, sehr große Verlockung für mich. Ich gebe es zu. Okay, wir nehmen jetzt mal eine richtig billige Treppe. Oh ja, die kostet auch nicht allzu viel, glücklicherweise. Das ist schon mal sehr gut. Ich kann hier sogar den... Das ist ja geil, ich kann den Fernseher da drunter stellen. Yes. Praktisch. Kann man hier ein Fenster an die Wand tun? Nur hier. Sieht nicht schön aus. Dann machen wir das doch hier hin. Und das Bücherregal setze ich irgendwo anders hin. Idealerweise halt irgendwo hin, wo man noch lesen kann. So, hier. Ich werde diese Lampe hier verkaufen, denn die ist eh Schrott. Oh Gott. Warum tue ich sowas immer? Warum? Warum? Wir nehmen ein sehr billiges Geländer, aber wir wollen ja nicht, dass die Kinder irgendwie abstürzen. So, was haben wir denn hier noch? Oh Gott. Grauenhafte Türen. So, das hier kommt weg.
Hier haben wir zumindest ein bisschen Licht. Das kommt auch weg. Das brauchen wir auch nicht. Ja, ich mache das jetzt absolut rudimentär. Ich weiß, es ist nicht schön so. Diese Tür ist auch furchtbar. Wir nehmen da lieber irgendwas anderes. Die simpelste Tür, die ich finden kann. Mal gucken, das ist die hier. Super. Okay, jetzt hat er ein blaues Zuhause. Ich sollte ihm vielleicht noch irgendwie eine Lampe gönnen oder sowas. Oh Gott, ich habe Vampir hier einziehen lassen. Warum? Okay, wir nehmen halt mal eine Billiglampe. Also in dem Raum braucht er nun wirklich nicht viel Beleuchtung. Und an die Wände hier kommen mal ein paar... Oh Gott, da sieht man ja gar nichts. Machen die überhaupt Licht, die Dinger hier? Auch nicht wirklich. Gott, gibt es hier keine gescheiten Lampen? Oh ja, das Ding macht hier wenigstens ein bisschen Licht. Gott. So, ihr Lieben, ihr seht, es kann sehr schnell gehen bei mir. Ich treffe interessante Entscheidungen und so. So, dann machen wir hier noch eine Lampe hin. Und ich denke mal, eine baue ich noch. Die kommt dann aber hier so ins Eck. Naja, wirklich doll ist es jetzt nicht, aber wir haben jetzt auch nicht so arg viel Geld. So, ihr Lieben. Mit dem neuen Vampir als Hausbewohnerzuwachs verabschiede ich mich jetzt von euch und wir gucken dann einfach mal in der nächsten Folge, wie diese Familie so gut miteinander klarkommt. Oh mein Gott, ich ahne Übles. Aber egal, das wird dann wenigstens lustig. Okay, ihr Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis denn und tschüss.